wenn wir doch drauf gehen sollten, dass wir da gleich wieder auftauchen. Und hier sind ja keine Gegner. Gut. Hier können wir wahrscheinlich nach wie vor noch nicht durch. Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Richtung. So, und dann nehmen wir doch gleich mal den Shortcut. Und dann sind wir ja schon gleich da. Komm her. Na komm. Mann. Nix da. Ich hab keine Zeit. Oh, hi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. War das hier? Nee, warte mal, wir müssen jetzt einfach nur runter, ne? Wo waren das nochmal? Ach doch, einmal hoch und dann wieder runter. So rum war das. Na gut. Au. Ja, ja. Ach, guck mal an, das kann ich auch benutzen. Wo müssen wir machen? Oh! Oh, ich habe die Kavallerie gerufen. Scheiße, das wollte ich nicht. Kann ich es wieder löschen? Ach ja. Naja, was soll's. Ah, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten noch mal das Eck da hinten machen. Ach komm, wir ziehen doch an. Ach jetzt, ich will doch nur. Danke. So, und da hat sich doch einer von diesem miesen Möb-Gedöds da links versteckt. Da, guck mal, da ist er. Nein, du bist auch mies, aber ich will den miesen. Ja, ja, au. Und hier kommen wir nicht rein, ne? Tür verschlossen. So, da holen wir uns den hier. Ach. Die sind jetzt eher unspektakulär. Tanken einmal auf und gehen jetzt hier hinten nochmal straight lang. Hallo? Ach jetzt. Ich will wissen, was da hinten ist. Wahrscheinlich nur ein Shortcut, aber ist mir egal. Na, guck meine an hier, wie das heiße Messer durch die Butter. Oh je, meine. Was für Vergleiche. So. Jetzt machen wir hier einen kurzen Prozess. Au.
Ach komm. Jetzt kannst du mal einfach drauf gehen, das ist ja furchtbar. Oh Mann, ey, wie lange wir vorhin gebraucht haben. Was heißt vorhin, aber das letzte Mal. Es ist ärgerlich, ärgerlich. So. Wir müssen jetzt, dürfen nur einen pullen. Gegen zwei, das könnte mies enden. Da kommt einer. Und da kommt noch einer. So, wie machen wir das jetzt? Kriegen wir nur eingepult? Oh. Okay, ich habe schon mal seine Aufmerksamkeit. Ich Glück habe nur die. Oh, die Dolche, die sind sehr schön. Mit diesen 300er Crit. So, hätten wir das doch auch mal. Das ist einfach nur eine geheime Tür, also geheime Tür, so eine. Warum mache ich das bloß alles? Ach nö, den ganzen Käse umsonst, echt jetzt? Mache ich denn magische Türen auf? Na gut. Dann geht's wohl Richtung Hauptquest weiter. Ja, komm, den immer mit. Jetzt sind wir so schön. Ach ne, jetzt waren wir schon dran, ne? Naja. Erfahrungspunkte sind immer gern gesehen. So. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt müssten noch, glaube ich, drei Gegner noch da rumstehen oder vier Maximum. Dann haben wir es auch hinter uns. Ach komm, der steht immer noch mal auf. Auf Wiedersehen. Schön, Sie gesehen zu haben. So, da steht... keiner mehr, gut. Dann. Auf Wiedersehen. So, der nächste. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ach, noch mal offenen Schlagabtausch, egal. So. Und da sind wir wieder. Schauen wir kurz bei mir auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen kleinen Blick nach drinnen, aber ich werde auch nicht mehr so lange machen können. Also gut. Auf. Unglaublich. Wow. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Sie wirkt vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. So, wir gehen mal bis zum nächsten Speicherpunkt. Ja, das, wow. Das sieht schon sehr imposant aus. Moment.
Da will ich gern ich mal in Pose machen. Geht das irgendwie? Ja. Nun gut. Dann auf in neue Abenteuer. Ich denke, ich bin guten Mutes, nicht gleich einen auf den Sack zu kriegen. Sag dich und krieg einen auf den Sack wahrscheinlich. Ich hätte noch vielleicht meine. Ach komm, wie viel hatte ich? Das könnte eklig werden, wenn ich drauf gehe. Bist du ein Gegner? Scheinbar nicht. Hässliche Fresse. Nahm sein bleiernes Schwert zur Hand. Du kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Was bist du? Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen. Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und ich mich vor deinen. Was machst du hier? Ui. Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Was meinst du? Es wird kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen, kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Was suchst du denn für einen Schatz? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stark genug, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Nimm ihn an dich und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Ja, bist du Schmied? Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht, ja. Ja, das könnte man so sagen. Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest mich bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean. Zeig mir eine deiner. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Ah ja. Hier brichst du die versiegelten Runen. Du kannst die Art der versiegelten Runen mit bla 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 auswählen. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, kannst du mit RT Erfahrungen setzen, um deine Chance auf höherwertigen Runen zu erhöhen. Sobald du mit deiner Auswahl zufrieden bist, kannst du die versiegelten Runen öffnen, indem du A gedrückt hältst. Okay. So, die Rune, die du durch das Brechen der Siegel erhältst, werden hier angezeigt. Detailinformationen über die aktuell gewählte Rune werden hier angezeigt. Ihr Effekt unterscheidet sich abhängig von der Gegenstandsart, in deren Sockel sie eingesetzt wird. Ach, jetzt sind wir bei den Sockelgeschichten. Okay. Okay. Ja. Das ist schön. Achso.
Kleine Rune. Giftgrün. Ich setze mal 1000. Und breche mal eine große. Warum auch nicht? Magierrune, okay. Ey, und jetzt? Glücksrune. Gift. Magier. Glück. Kraft. Feuer. Gift. Okay. So, und jetzt kann ich die wahrscheinlich einsetzen, ne? Und zwar würde ich die gerne mal... Der hat nicht einen Runensockel. Wollen wir nochmal Giftschaden machen? Gift ist 6 plus 6. Ah, okay. Wo ist denn diese große Rune? Niedrige Glücksrune. Gewöhnliche, höhere. Was macht die? Angriffskraft plus 5. Magier Blockierwiderstand. Magierwiderstand. Gifteffekt 0, Angriffskraft plus 7. Angriffskraft. Wäre vielleicht gar nicht mal so unblöd. Wollen wir das mal machen? So. Nu? Was? Nee, warte mal. Habe ich jetzt die drin? Ach ja. Zusätzliche Angriffskraft plus 7. Hört sich gut an. Das heißt... Ah ja. Und wie viel konnte dann dieses Sigma... Die konnte nicht 2, ich verstehe. Schaden 55. Hä? Die macht. Achso, ja, aber die macht dafür weniger Dings, ne? Na gut, die macht noch Feuerschaden. Ich verstehe. Das schaue ich mir mal in Ruhe an. Das kann ich aber jetzt, brauche ich nicht eine Aufnahme machen. So, wir brauchen mal einen Sicherungspunkt. Das wäre... Oh, da geht's ja wirklich lang. Wer hätte es gedacht? Östlicher Vorraum. Und da wackeln schon die Gegner rum. Da will ich noch nicht hin. Dimensionsbrücke. Oh, warte, was? Ja, Speicherpunkt. Na, es ist dann wohl der westliche. Huh, wir bellen hier. Brustpanzermittel und Helmmittel. Hört sich doch gut an. Ja, ich will auch nicht runter. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Ich habe jetzt schon eine längere Session hinter mir und irgendwann ist die Konzentration so ziemlich am Flöten gehen. So. Wollen wir nochmal kurz mit dir quatschen? Wir stehen in deiner Schuld. Hagen! Das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Was ist das Buch der Abstammung? Was ist mit diesem Buch der Ahnen überhaupt auf sich? Es ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Mal sehen, ob ich welche finden kann. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Aha. Ich wüsste, wo die herkommen. Dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Ich hätte jede Menge Menschenschädel anzubieten. Was hältst du denn davon? Warum guckt die da so vorsichtig? Was ist mit der los hier? Ach hey, was eskaliert denn der da drin?
Oh. Kämpfen die gegeneinander? Ui, das ist aber neuer. Uiuiui, okay. Naja, nichtsdestotrotz. Achso, doch. Ein was machen wir noch. Da. Eins. Nein! Ich dachte, es reicht noch für eins. So, was machen wir denn noch? Geschicklichkeit, Schaden oder mal Vitalität? Weil ich denke, Ausdauer sind wir schon recht gut. Glaube könnten wir noch mal steigern. Wir bräuchten mal 15, um die zweite Ebene zu machen. Ausdauer. Ach so, Moment. Ja, da macht doch das eher im Sinn. Nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt einmal mal wieder Vitalität. Weil wir sind da recht eng. Ich hätte da gern mindestens so 200, 250 vielleicht, keine Ahnung. Ja. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.